Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video zu dem Unboxing der diesmonatigen Glossy Box aus dem Monat Oktober. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe die übrigens jetzt gekündigt, weil ich habe ja schon wirklich viele Abo-Boxen und weiß ich nicht, die Glossy Box, der Service ist da einfach so schlecht, der Kundenservice. Vielleicht habt ihr auch Erfahrung, also sagen ja wirklich viele und der ist wirklich grottenschlecht. Und deswegen denke ich mir, dass die erste Box, die ich kündigen würde, wenn ich eine kündige, habe ich dann auch getan. Vielleicht werde ich sie nochmal wieder abonnieren. Das ist jetzt nicht ein Tschüss für immer, sondern erstmal zeitweise. Ich hatte die auch früher schon mal. Ich hatte die immer mal wieder. Dann hatte ich sie nicht. Das ist so ein On-Off-Ding mit uns. Ja, egal. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Von innen sieht das Ganze so aus. Autumn Glow, Time to get magical. Glow hört sich auf jeden Fall für mich nach Highlighter an. Ich bin gespannt. Das Ganze kann man halt scannen. Das werde ich jetzt auch nebenbei machen. Dann kann ich ein bisschen was über die Produkte euch noch sagen. Das erste Produkt, was ich hier finde, ist eine Kerze. Und zwar soll die nach Fresh Cotton riechen von A Bear Beauty. Und das finde ich total cool, dass hier auch eine Kerze drin ist. Okay, kann man sich streiten. Es ist eine Beauty-Box. Ob das jetzt unbedingt Beauty ist, kann sein, dass es manchen nicht gefällt. Mir persönlich gefällt es auf jeden Fall, weil ich liebe einfach Kerzen. Ich habe im Herbst und Winter immer Duftkerzen eigentlich an. Aus diesem Grund freue ich mich auf jeden Fall. Und es ist natürlich eine Herbstbox und das passt einfach total in den Herbst. Fresh Cotton ist natürlich auch ein Duft, was, denke ich, dann vielen gefallen könnte. Und ich hole das Ganze mal raus. So sieht es aus. Also recht dezent. Finde ich auf jeden Fall schön. Das sind... Wie viel ist denn da drin? Ein Stück sehe ich da nur. Steht hier auch irgendwo so eine Grammzahl. Gucke ich gleich mal, ob ich noch was finde. Ich schnuppere mal einmal dran. Ja, also ich habe ja nicht die beste Nase, ich sag's jedes Mal. Es riecht leicht. Es ist, glaube ich, kein Kopfschmerzduft. Für mich riecht er wirklich leicht und dann leicht und zwar einfach, ja, Baumwolle, frisch gewaschene Wäsche, sowas. Also wirklich einfach ein bisschen, ich finde, es riecht einfach dann sauber und angenehm. Ja, doch, es riecht irgendwie nach frisch gewaschener Wäsche. Einfach lecker. Ich schaue mal, ob ich dazu was lesen kann. Das Ganze, da steht nur ein Stück. Ich sehe da jetzt keine Grammzahl tatsächlich. Schade. Naja, auf jeden Fall kostet die eigentlich 10,50 Euro. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und freue ich mich auszutesten. Ich habe es übrigens gerade noch gefunden, es sind 50 Gramm. Als nächstes haben wir hier von Symbiosis London BIS plus E, Bisabolol und Tocopherol habe ich noch nie gehört. Ich kenne mich nicht extrem mit Inhaltsstoffen aus. Ich zeige euch einmal. Das ist ein etwas für die Augen. Und zwar eine normale Augencreme. Das Ganze sind 15 ml. Und das ist eine Originalgröße. Und die kostet, haltet euch fest, 84 Euro. Ich hoffe, die lässt alle Falten bei mir wegbügeln, weil 84 Euro, wer kauft sich das denn? Also, das würde ich mir wirklich nur zulegen, wenn es wirklich mega, mega gut ist und auch was kann. Ich hoffe, dass es auch so ist. Firming and Soothing Eye Cream, SPF 30. Das ist natürlich schön, dass da ein Lichtschutzfaktor trotzdem drin ist. Ja, ich weiß, man trägt da, muss eigentlich immer recht viel dafür auftragen. Aber ich persönlich bin immer Typ... Schadet nichts drin, wenn ich hier Lichtschutzfaktor drin habe. Das gibt mir ein bisschen Sicherheit und freue ich mich drüber. Also das finde ich auf jeden Fall gut, genauso wie die Kerze. Das sind auf jeden Fall Produkte, die ich gut finde. Dann kommen wir zu einem dekorativen Produkt und zwar von Give Them Lala Beauty. So sieht einmal die Verpackung aus. We Don't Know Her Cream Blush. Ich mache das Ganze mal auf. Dieser Blush ist übrigens ein Mini, steht da im Heft drin. Normalerweise scheint er halt ein bisschen größer zu sein. Und das ist das Produkt. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, ist so eine schöne Farbe. So ein alltagstaugliches, ja, Pink, geht aber so ein bisschen in die Berry-Richtung meiner Meinung nach. Ich gehe einfach mal rein und swatch euch das.
So. Oh ja, sehr dezent, ne? Also, und scheint so ein bisschen wirklich glowy zu sein. Kann man auch sehr, sehr gut ausblenden. Dann sieht das Ganze so aus. Ich denke, das könnte was für mich sein. Doch, da freue ich mich. Ich mag es ja immer gerne, wenn es nicht zu pigmentiert ist. Ich baue das lieber auf und bin ich sehr gespannt drauf. Finde ich auch ein super Produkt in dieser Box. Das Ganze kostet übrigens 12,90 Euro. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mini 12,90 Euro ist. Ja, doch, ich denke schon. Ich denke, ein großer wäre noch teurer. Dann habe ich ein Produkt von Labello. Caring Beauty, langanhaltende Pflege und strahlende Farbe mit Vitamin E und Biomandelöl. So sieht das aus. Finde ich in dieser Box eigentlich nicht schlecht, weil es fängt langsam an mit der Heizung, spröde Lippen und dann einfach so ein Produkt, was die Lippen auch ein bisschen einfärbt, finde ich gerade tatsächlich ganz gut. Ja. Und ich persönlich werde es aber wahrscheinlich nicht nutzen, weil ich habe schon 100 Mal gesagt, ich habe davon 1000 Produkte und das schaffe ich nicht alles aufzubrauchen. Ich möchte es auch nicht nach einer Tonne kloppen. Deswegen wird das auf Dauer in eine Verlosung wandern. Kostet übrigens 3,49 Euro. Übrigens ist in diesem Heft noch eine Werbung dazu von Labello. Und das sind genau die Teile, aber ich sehe das hier nicht draufstehen, weil auf diese Werbung steht drauf, dass es für Lippen und Wangen ist. Ich sehe die Farbe nur nicht in dieser Werbung. Vielleicht sind auch genau die anderen drei Farben. Aber normalerweise, sonst sieht es komplett so aus. Also ich denke mal, ihr könnt es auch für die Wangen benutzen. Ja, das fände ich dann ein bisschen an sich doof, wenn man das hier zu sehr als Blush-Produkt sieht, weil wir haben schon ein Blush drin, ne? Also für mich ist es ein Lippenprodukt. Ja, so viel dazu. Ich wollte es nur einmal erwähnen. Als nächstes haben wir etwas, womit man mir immer eine Freude machen kann. Und zwar kommt es von Shavens und es sind die Lovely Rose Augen Gel Pads. So sieht das Ganze aus. Ich mag die Variante, das habe ich schon öfters getestet. Und auch das finde ich in dieser Box wirklich angebracht. Dadurch kriege ich unter den Augen einen Glow. Es ist einfach so ein bisschen Me-Time für den Herbst. Das sehe ich auf jeden Fall in dieser Box. Das Ganze kostet 0,95 Euro. 0,95 Euro. 95 Cent kann man dazu auch sagen. Tut mir leid. Ja, für anspruchsvolle Haut ist das. Es sind extra lange Pads, bis zu 35% reduzierte Faltentiefe, Spendenfeuchtigkeit mit Soforteffekt, Rosenwasser und Hyaluronsäure. Ja, wie gesagt, da freue ich mich persönlich immer drüber. Ich liebe solche Produkte. Dann haben wir das letzte Produkt in dieser Box und das ist von Sebamed Meersalzdusche mit 3% totes Meersalz für trockene und empfindliche Haut, medizinische Hautpflege. Klinisch geprüft, pH-Wert 5,5. So sieht das aus. Also einmal ein Duschgel, was halt wirklich auch vielleicht für anspruchsvolle Haut gut ist. Das sind 200 Milliliter. Ich könnte mir vorstellen, ich muss mal gucken. Reinigt seifenfrei, stabilisiert die Feuchtigkeitsbalance der Haut, entspannt die Haut und verleiht ein gesundes, frisches Gefühl. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke, das ist auch für sehr sensible Haut. Also zum Beispiel, glaube ich, auch zu Neurodermitis neigender Haut, hätte ich jetzt gesagt. Ich möchte natürlich nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon. Das Ganze kostet 2,95 Euro. Ist halt ein Drogerieprodukt, ist nicht so teuer, aber finde ich auf jeden Fall interessant. Probiere ich gerne aus. Ich mag natürlich lieber Sachen mit Duftstoffen, was in der Dusche angeht, aber werde ich einfach mal ausprobieren. Vielleicht pflegt das ja super gut und ich finde es klasse. Das waren jetzt die Produkte, die bei mir in der Box drin waren. Es könnten noch andere Dinge drin sein. Ich erzähle euch das kurz. Und werde euch das hier auch einblenden. Deswegen rutsche ich mal ein bisschen zur Seite. Oder ich blende es euch kurz ein, wenn ich rede. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall wäre das erste Produkt, was es noch geben würde, Alverde Naturkosmetik, eine Full-Size Intensivmaske. Fürs Gesicht einfach normal, denke ich. Auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Dabei Augen- und Mundpartie großzügig aussparen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, überschüssige Reste mit einem Tuch abnehmen, wie man es halt kennt. Das hätte einen Wert von 3,25 Euro. Ja, bin ich jetzt froh, dass ich es nicht habe. Das wäre wahrscheinlich anstatt der Eyepatches, könnte ich mir vorstellen. Da habe ich lieber die. Ich bin auch nicht der größte Werde-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber das finde ich jetzt nicht so cool. Dann hätte es noch geben können von... oh Gott, wie spricht man das denn aus? Essiology,
keine Ahnung, ein Mini Rose Petal Mask. Diese Maske ist vollgepackt mit natürlichen Extrakten aus Rosenblüten und Heidelbeeren, die deine Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgen und für einen strahlenden Teint sorgen. Das wären 15 ml für 17 Euro. 15 ml ist halt für eine Maske jetzt nicht so viel, finde ich. Deswegen bin ich, glaube ich, mit meinen Produkten besser zufrieden, aber das hätte ich interessant gefunden. Oh, das hätte ich auch interessant gefunden. Und zwar von Nivea hätte es geben können, eine Full-Size Luminous 630 Body Öl Serum Anti-Dehnungsstreifen. Da habe ich tatsächlich die normale Body Lotion benutzt. Aber dieses Öl hätte ich auch interessant gefunden. Genau, das soll nämlich auch reduziert effektiv die Sichtbarkeit von Dehnungsstreifen, Pigment und Sonnenflecken. Genau. Ja, das hätte ich auf jeden Fall cool gefunden. Schade, dass ich das nicht drin habe. Das kostet 13,99 Euro. Dann hätte es noch von DWTN Paris, DWTN sage ich jetzt einfach Paris, eine Full-Size gegeben, einen Highlighter in Medium. Medium wäre nichts für mich. Ich bin halt ein heller Hautton, das wäre nichts gewesen. Hätte 22 Euro gekostet. Bin ich froh, dass ich es nicht drin habe. Dann hätte noch von CAP Cosmetics Illuminating Dust in Golden Hour drin sein können. Ihr seht es ja hier die ganze Zeit eingeblendet. Mit einem Wert von 23,95 Euro. Auch das, da sieht die Farbe nicht so für mich aus. Deswegen bin ich auch froh, dass ich die nicht bekommen habe. Ja, und das war's tatsächlich. Das wären die Produkte, die es noch gegeben hätte. Das Nivea-Ding hätte ich ganz gut gefunden. Das hätte es wahrscheinlich gegeben anstatt von Sebamed vielleicht. Ja, es ist aber okay, es hätten auch schlechtere Dinge drin sein können. Ja, also das war meine Box. Ich fand sie ganz in Ordnung. Es gab schon bessere, aber ich fand sie dennoch auch auf keinen Fall schlecht. Ich freue mich über die Produkte und werde die meisten davon ja auch selber benutzen. Ihr könnt mir gerne sagen, welche Produkte ihr drin habt und statt welchem Produkt, was ich habe. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ihr zum Beispiel was anderes hattet, dann sagt mal, was vielleicht der Unterschied in eurer Box war. Würde mich sehr interessieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben!